Friede des Herrn, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Gestern habe ich angefangen, das Buch Jeremia zu lesen, habe ein paar schöne Verse dort markiert und war wieder mal beeindruckt von der Liebe unseren Gott. Wir kennen aus der Bibel die Geschichte vom Volk Israel, ja, ein Volk, der langsam war, um zu lernen, Gott zu vertrauen, ein Volk, das gerne jammerte. Und hier bei Jeremia findet sich das Volk in diese größte Verdorbenheit, die ein Volk nur erleben kann. Gott sagt, ihr habt mich verlassen. Ihr habt euch mit vielen Liebhabern verunreinigt. Ihr seid zu Prostituierten geworden. Jeremia 3,6, da heißt es, habt ihr gesehen, was das ungehorsame Israel getan hat? Es ist auf alle hohe Berge und unter alle grüne Bäume gegangen und dort hat er Hurerei getrieben. Obwohl die Welt heute viele Formen der Liebe akzeptiert, wird eines immer noch nicht akzeptiert, das ist die Untreue. Ja, es gilt immer noch als Verstoß, vielleicht nicht mehr als Bruch von einem Bündnis, weil Bündnisse werden heutzutage nicht mehr so stark gesehen, so halt gehalten, aber zumindest als Bruch des Vertrauens, als Bruch einer Beziehung. Eine Ehe überlebt nur, wenn Vertrauen da ist. Ja, wenn einer von beiden anfängt, den anderen zu misstrauen, zu lügen, Geschichte zu erfinden, da wird es schlecht weitergehen. Und die Bibel sagt in Kapitel 2 von Jeremia, was hast du an mir auszusetzen, dass du mich verlassen hast? Ich war es, der euch aus Ägypten rausgeführt hat. Ich habe euch durch die Wüste geführt, durch ein trockenes und gefährliches Land und habe euch ein gutes Land gebracht, um euch von seinem Besten zu ernähren. Aber ihr habt mein Land verunreinigt. Ihr habt das Land, das ich euch gegeben habe, in einem abscheulichen Ort verwandelt. Und er fährt fort, er sagt, ihr habt zwei Übel begangen. Ihr habt mich verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Und ihr habt Zisternen gegraben, die kein Wasser halten. Diejenigen, die nicht zum Volk Gottes gehörten, begingen einen Fehler. Sie waren Götzenanbeter. Gottes Volk beging hier zwei Fehler. Sie waren Götzenanbeter geworden und sie verließen den wahren Gott, die Quelle des lebendigen Wassers. Die Zisterne war ein Speicher, ja, der nahm nur den Regenwasser auf. Es war nur eine begrenzte Menge von Wasser, die dort gespeichert konnte. Die Quelle in der Bibel, das ist diese göttliche Versorgung, die Quelle des Lebens, die den Durst der Seelen stillen kann, diese geistliche Erfüllung in unserem Leben. Und Gott stellt sich hier als diese Quelle des lebendigen Wassers vor. Er sagt zu den Prostituierten, denen er so sehr liebt, in mir werdet ihr Sicherheit und Zufriedenheit finden. Sucht eure Sicherheit in Zisternen und da werdet ihr es nicht halten können, sondern sucht in mich und ich gebe euch, was ihr braucht. Gott sagt, ich habe euch schon immer gegeben, was ihr gebraucht habt. Im Vers 13 von Kapitel 3 stellt Gott nur eine einzige Bedingung, um diesen rebellischen Volk wieder aufnehmen zu können. Er sagt, erkennt nur eure Schuld, dass ihr euch gegen den Herrn, euren Gott, aufgelehnt und nicht auf meine Stimme gehört habt. Kehrt zurück. Und dann sagt er so schön, denn ihr seid mein. Gott war bereit, sein Volk wieder aufzunehmen, es zu lieben, auch wenn es sich verunreinigt hatte. Die einzige Bedingung war, erkennt eure Schuld und kehrt zu mir zurück. Und diese Geschichte erinnerte mich an eine Geschichte aus dem Neuen Testament, eine ähnliche Situation zwischen Jesus und dieser Frau aus Samaria. Jesus steht da in einem Wasserbrunnen und die samaritische Frau kommt und Jesus sagt, gib mir zu trinken. Sie sagt, wie kannst du, ja, als Juden mich bitten, dir Wasser zu geben? Ich bin doch Samariterin. Und Jesus antwortet, wenn du wüsstest, was Gott geben kann und wer dich Wasser bittet, würdest du ihn bitten und er würde dir das Wasser des Lebens geben. Jesus sagte weiter, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Ja, wer aus dieser Zisterne holt, er wird immer dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich gebe, von der Quelle des lebendigen Wassers, der wird nie wieder Durst haben. Und Jesus sagt, geh und rufe deinen Mann. Was sagt sie? Ich habe keinen Mann. Jesus sagt, du hast recht, wenn du das sagst, dass du keinen Mann hast, denn du hattest schon fünf und mit dem, den du jetzt zusammen bist, der ist nicht dein Mann. Diese Frau suchte Wasser in Zisternen. Sie suchte Erfüllung in verschiedenen Männern. Jesus wusste das, konfrontierte diese Frau, ja, und sagte,
der mit dem du zusammen bist, der ist nicht dein Mann. Diese Frau lebte in ein Leben von Prostitution und jetzt hat sie eine Begegnung mit der Quelle des lebendigen Wassers. Diese Liebe, mit dem Gott sein Volk liebt, ist eine Liebe, die uns überwältigt. Er ist fähig, uns anzuschauen, unsere Fehler zu sehen, in Liebe zu uns zu sagen, erkenne nur deine Fehler und komm zurück, ich bin da. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dass viele aus Zisternen gerade trinken. Wir verlassen unseren einen, wahren, treuen Gott und suchen die Erfüllung von unserer Seele an andere Orte, bei anderen Menschen. Wir laufen die ganze Zeit, aber das Problem ist, dass wir immer wieder Durst haben. Nichts befriedigt uns mehr in dieser Welt. Wir laufen hinter Geld, Reisen, Arbeiten, Beziehungen, Gesundheit, Pflicht, alles herumher. Aber da ist immer noch Durst. Wir haben keine Begegnung mehr mit diesem, der die Quelle des lebendigen Wassers ist. Und er will unser Versorger sein. Dass wir uns von dieser Liebe wieder ergreifen lassen. Weder der beste Job dieser Welt, noch die perfekteste Familie, die man sich je erträumen kann, werden das Herz eines Menschen befriedigen, der Wasser in Zisternen sucht. Wir brauchen diese tägliche Begegnung mit dem, der unser Versorger ist. Mit dem, der all unser Durst von unserer Seele, unser Geist stillen kann. Das sei unser Gebet für heute, dass wir diese Quelle wiederfinden. Diese Begegnung mit der Quelle des lebendigen Wassers. Amen. Amen. Lieber Gott, ich danke dir dafür, dass du das alles für uns bist. Ja, so oft vergessen, wo wir waren, vergessen wir, wo du uns rausgeholt hast, Herr. Herr, es war ein dürres Land, Herr. Aber du hast uns in ein neues Land gegeben, Herr. Du hast uns versprochen, Herr, dass du unser Versorger sein willst und wirst, dass du uns alles geben wirst, was wir brauchen, Herr. Und ich bete, dass wir wirklich lernen, Herr, von dieser Quelle wieder zu schöpfen, Herr. Dass wir nicht aus, ja, warum auch immer, aus von allem anderen wünschen, Herr, sondern allein von dir. Du bist unser Versorger, du gibst es, Herr. Und so bete ich, Herr, dass du uns erfüllst, Herr, mit deiner Liebe, Herr, dass du uns erfüllst, Herr, mit diesem Wasser, Herr, wo wir keinen Durst mehr haben werden, Herr. Ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke, dass du für uns bist, Herr, und dass wir aus dir wirklich, Herr, immer wieder schöpfen können, aus dieser Quelle des lebendigen Wassers. Das ist dein Name, Herr. So nennst du dich, Vater. Du sagst, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Kommt nur zurück und ich werde, weil ihr mein seid und ich werde euch das geben, was ihr braucht. Danke für diese Verheißung. Wir wollen auch in diesem Tag diese Quelle suchen, Herr. Wir wollen von daraus schöpfen, Herr. Und wir wollen in diesem Tag in diese Liebe, in diese Fülle Gottes gehen. Ich danke dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.